Und ich muss dort hoch. Wo ist es denn? Da, oder? Oder da? Oh nein. Genau, hier sind wir richtig. Expeditionseintrag, Tag 45. Ich beginne zu denken, dass sich die Tür nur für Gorillas öffnen wird. Ich wundere mich, oder dann mach mir Gedanken, was würde passieren, wenn ich mit einem Gorilla-Kostüm kommen würde. Würde es die Tür reinlegen? Vielleicht habe ich im TV-Studio eins begreifen. Komme später wieder zu dieser Tür. Ich werde mich auf die mysteriöse Tür in der Stadt im Osten konzentrieren, Steve. Also auf jeden Fall erstmal in die Innenstadt, genau. Da sehe ich nämlich auch schon ein Gorilla-Kostüm. Das brauchen wir nämlich jetzt. Let's go! Oh, da kann ich dich ja nicht einholen. Oh, und wieder hochgeflogen. War doch cool. Ja. Oh nein, verkeilt. Oh nein, ich brenne. Aber jetzt können wir nämlich auch mit dem Gorilla hier reden. Genau, hier im Wobby TV Studio. Was? Hast du schon mit dem... Ach, du warst ja jetzt gar nicht mit dem Dschungel. Hast du mit dem geredet? Schon gestern? Ach, du hast das Outfit schon, okay. Achso, deshalb ist das so nackig bei dir. Jetzt, okay. Ich habe versucht, hier in die Show zu kommen. Aber keiner will einen Schauspieler, der nur weiß, wie man einen Gorilla spielt. Ich denke, ich gehe zu meinem alten Job zur Eiscreme-Welt. Willst du mein Gorilla-Outfit? Sicher, warum nicht? Gorilla-Kostüm. Brauche es jetzt nicht mehr. Juhu! Ja, und jetzt? Hallo? Was ist jetzt los? Hilfe, ich glaube, ich werde entführt. So, jetzt haben wir hier den Gorilla. Gorilla-Outfit, und das müssen wir halt anziehen, das ist wichtig. Ja, jetzt müssen wir rüber wieder zu der Höhle. Frage, ob das geht. Oh no. Du darfst nicht rein. Also ich darf rein. Boah. Ich, König des Dschungels. Mein Glöckchen klingelt. Was? Bei Betty, oder? Von Hügel Nord von mir. Was? Find mein Lieblingsbaum. Bring von ihm die fruchtige, den fruchtigen Preis. Und lass mich deine schreckliche Verkleidung vergessen. Oh, alle hatten uns wohl schon erkannt, dass wir keine echten Gorillas sind. Dann brauchen wir jetzt nämlich Bananen. Bananen! Weggeschmissen. Hat sich weg. Hat sie weggefetzt, oder was? Okay.
Ist nicht nochmal, das ist doch. Auf der anderen Seite war das, genau. Okay. Hier irgendwo muss Bananenstaude haben. Wo ist die nochmal? Bananenstaude. Ja, wo ist denn? Das ist echt weit im Norden. Ah, hier ist sie, genau. Hier ist die Staude. Lass sie doch, das nehmen, Staude ist gut. Zweiter eine. Eine Banane. Boah, da kommt jetzt nicht mehr rüber, so. Und jetzt wieder rüber in die Höhle hier. Ja, der Weg, der zieht sich heute ein bisschen, ne? Etwas. Und da beim Hoverboard Race ist ein kleiner Schrank. Ich glaube, der einzige kleine Schrank hier auf der Insel. Wenn du den brauchst. Banane? Ich brauche eine Banane. Banane? Banane! Oh nein, ich brauche die Banane, komm her. Banane! Banane! Ich will jetzt nicht nochmal die Banane holen müssen. Banane! Banane? Banane! Banane. Ja, du cleverer Wobbly. Banane ist sehr gut. Ich hatte Banane lange Zeit nicht mehr. Hilf mir, meinen Bananenspender zu reparieren. Und ich gebe dir einen großartigen Preis. Es ist vom kleinen Affen gebaut werden worden. Geh durch die Tür und fixe den Dispenser. So, dann müssen wir hier nämlich die Zahnräder einsetzen. So, wir brauchen nämlich diese Zahnräder, die liegen hier überall verteilt. Diese Holzzahnräder. Nimmst du es? Oder jetzt häng ich selber dort. Hilfe. So. Und müssen wir nochmal neu laufen. So, wieder hier hoch. Müssen wir ein bisschen auf die Bananenschalen aufpassen, weil auf den rutscht mal aus. Die hab ich jetzt nicht gesehen. Ich habe jetzt gut, hier schon Platz zu machen. Oh no! Runtergefallen mit dem Dings. Oh nein! Ja, die eine ist runtergeflogen mit dem Zahnrad.
Und du hast eins. Und die hat es nicht mehr gefunden, vielleicht. Ja. Mein Zahnrad liegt jetzt hier so schön verkeilt da. Das ist aber hier falsch. Das müssen wir auf die andere Seite bringen. Das hier rüber. Aufpassen, die Bananenschale. Glück gehabt. Und jetzt hier rüber. Die Lücken berücksichtigen, immer schön springen. Und hier hin. Ach, genau. Und jetzt haben wir aber alle eingesetzt. Das war das letzte fehlende. Wir sehen, die Maschine fängt an, sich zu bewegen. Und saugt die ganze Banane ein. Ja, was ist da denn los? Wie cool ist das denn? Und wir hören auch schon, hier tut sich jemand akustisch beschweren. Nee. Rückmelden. Nicht, war das jetzt ein Freudengeräusch oder nicht? Jetzt müssen wir mal wieder zurück zum König der Gorillas. Den Gorillakönig, ne? Den Herr König. Bananen! Du hast mich zu einem guten Freund gemacht. So, jetzt habe ich genügend Bananen. Ich habe immer jetzt genügend Bananen, wie ich brauche. Ich habe dir einen großartigen Preis versprochen. Ich hoffe, du magst ihn. Bananenspender. Oh, da kann man drin. Gibt dir noch was? Was ist da drin? Was ist da? Das, ich weiß nicht, ob das bei ihr nicht geklappt hat oder was das Problem ist. Weiß ich nicht. Wo kommt das überhaupt her? Woher kommt das Zahnrad überhaupt? Wir haben doch alle eingesetzt. Aber das ist halt das, wenn ihr jeder einen anderen Stand hat. Keine Ahnung. Ja. Kann ich jetzt natürlich halt nicht sagen. Weiß ich jetzt nicht. Also auf jeden Fall, wir haben den Dispenser jetzt bisher. Genau, da haben wir nämlich dieses coole Outfit noch bekommen. Ja, ist ja auch schon mal nicht schlecht. Genau, das zeige ich auch noch kurz, wie das aussieht. Ja, Leute, das war's auch mit diesem Video. Und ab zum nächsten. Hier links oben, euer Flint.